So, aber diese Alu-Gehäuse, die verwandle ich jetzt in Funksteuereinheiten. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Und dann werde ich nochmal herkommen und hoffentlich feststellen. Warte. Und hoffentlich feststellen, dass ich genug, genug Alu-Gehäuse gesammelt habe. Weil hoffentlich alles nach Plan funktioniert hat. Was passiert wohl, wenn ich von da oben runterfalle und statt, also keinen Jetpack habe, aber anstatt aufzuprallen, einsteige. Erledigt mich das? Wenn ich es mir merken kann, probiere ich es bestimmt irgendwann mal aus. Wo? Sind etwa neue Gegner gespawnt? Oh. Damit haben wir aber jetzt den ultimativen Beweis, dass die neu gespawnt werden. Ich hab. Au. Au, Mann. Ah ja, okay, du hast gleich noch. Okay. Du gehst mir auf den Sack. La 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 la. Auf den Sack. Ich weiß nicht, wo das ist. Wahrscheinlich irgendwo da in dem Berg oder oben drauf oder irgendwie sowas. Auf der Brücke. Ja, ich glaube, es ist diese Kugel da oben. Okay. Also für 16 Funksteuereinheiten
brauche ich 8 Quarzoszillatoren. Ich habe nicht genug von den Kristallen. Gut, das ist kein Problem. Dann baue ich die eben. Wie viele kann ich jetzt bauen? 6. Aha. So, na guck mal da. Also, wir können jetzt die erste Drohne bauen und einen zweiten Drohnenlandeplatz. Das bringt mir jetzt aber noch nicht so viel, weil ich noch keine Batterien habe. So. Das wird mich aber nicht davon abhalten, die erste Drohne zu bauen. So. Ja gut, einen anderen Landeplatz habe ich ja jetzt leider noch nicht. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Bist du fertig? So. Okay, aber das ist doch... Das ist doch trotzdem schon mal ein Erfolg, den ich geschafft habe. Ich meine, jetzt brauche ich nur noch einen zweiten Drohnenlandeplatz. Und dann kann ich anfangen, mit der Drohne zu experimentieren. Und ich muss mich um die Batterien kümmern, also dass ich die bauen kann. Dafür brauche ich Alu-Oxid-Lösung. Die kriegt man durch Bauxit und Wasser.
Dann brauche ich Schwefelsäure, die kriegt man mit Schwefel und Wasser. Ja, und die Aluminiumrahmen baue ich ja da hinten. Das heißt, hier ist Wasser. Das heißt, hier werde ich irgendwie die zwei Raffinerien dafür hinstellen und dann funktioniert es auch mit den Batterien. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache und wie das weitergeht, dann schaltet ihr auch in der nächsten Folge wieder ein. Und die kommt, wie immer, morgen. Tschüss!